Modern, schnell, rationell. Die Forderung der Deutschen Bundesbahn heißt, technisch hochentwickelte und moderne Zugeinheiten wirtschaftlich einsetzen, Leerlauf ausschalten. Diese Forderungen gelten auch für den Rangierbetrieb in fortschrittlichen Industrieunternehmen. Der Unimog U80 als Zweiwege-Fahrzeug ausgerüstet, erfüllt diese Forderungen. Er leistet das gleiche wie eine Diesellok üblicher Bauart, die ein mehrfach höheres Dienstgewicht auf die Schiene bringt. Wie kommt es zu dieser beachtlichen Leistung des Unimog Zweiwege-Fahrzeuges? Bei einem Dienstgewicht von 5 Tonnen entwickelt der Unimog eine Zugkraft von etwa 3000 Kilopond auf nasser Schiene. Damit ist er in der Lage, eine Anhängelast von 300 Tonnen bei einer Geschwindigkeit von 20 Stundenkilometern, das sind 7 bis 8 geladene Eisenbahnwaggons, von je 40 Tonnen zu ziehen. Diese Leistung ist trotz des geringen Dienstgewichtes möglich, weil der Reibungskoeffizient zwischen Gummirad und Schiene bedeutend höher ist als zwischen einem üblichen Eisenbahnrad und Schiene. Die Spezialgummi-Eisenbahnräder werden mit 8,5 AC Luftdruck gefahren. Sie sind in kurzer Zeit gegen normale Straßenräder auswechselbar. Die zulässige Rangiergeschwindigkeit von 20 Stundenkilometern wird selbstverständlich auch im Rückwärtsgang erreicht. Der Unimog kann alle in der Praxis vorkommenden Kurvenradien befahren. Auf Normalspur 1435 mm und auf Breitspur 1585 mm fahren die größeren Unimog-Typen, während auf Meterspur die kleinen Unimog-Typen eingesetzt werden können. Für die Fahrt des Unimog auf der Schiene fordert die Deutsche Bundesbahn verschiedene Zusatzeinrichtungen. Dazu gehört eine Waggon-Bremsanlage. Die leeren Luftbehälter länger abgestellter Waggons werden mit einem zapfwellengetriebenen Kompressor innerhalb kurzer Zeit aufgefüllt. Die laufende Luftversorgung übernimmt die serienmäßige Druckluftanlage des Fahrzeuges. Zur weiteren Ausrüstung gehören Bundesbahnleuchten, 2 Tritzplatten für den Rangierer, ein Druckluftporn, eine elektrische Warnglocke und 2 verlängerte Rückspiegel nach Furche. Für die Fahrt auf der Schiene wird die Lenkung blockiert. Um das erforderliche Dienstgewicht von 5 Tonnen zu erreichen, wird die Ladefläche mit einem Ballastblock beladen. Eine automatische Kuppelstange besorgt das An- und Abkuppeln ohne Bedienungsmann. Die Betätigung der Kuppelstange wird über ein pneumatisches Steuerventil vom Fahrersitz aus vorgenommen. Der Rangierer tritt erst nach dem Ankuppeln zwischen Unimog und Waggon, um die Bremsschläuche anzuschließen. Hier zieht der Unimog einen Spezialwaggon, eine mit flüssigem Eisen gefüllte Torpedopfanne, deren Gewicht ungefähr der maximalen zugelassenen Waggonlast von 300 Tonnen entspricht. Für ständig wechselnden Einsatz auf Straße und Schiene empfiehlt sich der Unimog als Ries-Zweiwege-Fahrzeug mit Schienenführungsrädern. Mit der vorgeschriebenen Ausrüstung für Schienenbetrieb rangiert der Unimog ebenfalls mühelos 300 Tonnen Waggonlast. Die Schienenführungseinrichtung ist achsfest aufgehängt und wird durch die Unimog-Hydraulik betätigt. Eine vollautomatische Steueranlage presst mit vorgetriebenem Druck die Schienenführung konstant auf die Schiene. Durch Nachfahren der Druckzylinder bleibt die Schienenhaftung der Führungsräder unter allen Umständen erhalten.
Die Entgleisungssicherheit ist damit gewährleistet. Der Fahrer kann den vorgeschriebenen Antriebsdruck der Führungsachsen über Manometer, die in seinem Blickfeld angebracht sind, überwachen. Der Unimog mit Doppelkabine ist ebenfalls als Zweiwegefahrzeug auszurüsten. Die Doppelkabine eignet sich besonders zum Transport von Bautrupp. Durch die vergleichsweise niedrigen Anschaffungskosten und die geringen Unterhaltungskosten ist der Unimog-Einsatz auf der Schiene höchst wirtschaftlich. Das wird insbesondere dadurch bewirkt, dass der nicht an die Schiene gebundene Unimog auf kürzestem Wege an jedem beliebigen Einsatzort fahren kann. Zeitraubendes Umfahren entfällt. Die Fähigkeit des Unimog aus manchmal unvermeidlich ungünstigen Rangiersituationen abzugleisen, schaltet Standzeiten aus, die bei Lokomotiven recht hoch sein können. Kann neben der Rangierarbeit auch als Straßenzugmaschine oder mit Arbeitsgeräten eingesetzt werden. Alle diese Fähigkeiten führen zu einer optimalen Ausnutzung und damit zur Erreichung hoher Wirtschaftlichkeit. Für den ständig wechselnden Einsatz auf Straße und Schiene empfiehlt sich auch das Unimog-Schienenfahrzeug der Zweiwegfahrzeug GmbH. Das Auf- und Abgleisen erfolgt reibungslos. Die Rollenspurhalter haben die gleiche Führungseigenschaft wie große Eisenbahnräder. Ein Rangierer löst lediglich die Sperren der Kupplungsbolzen, die die Spurhalter in angehobener Lage während der Straßenfahrt sicher halten. Die vorderen und hinteren Spurkranzlaufrollen werden mit zwei Hydraulikzylindern über ein Gestänge hydraulisch gegeneinander verspannt, wobei der Verspannungsdruck über ein Manometer angezeigt wird. Der Druck wird auch bei Veränderung der Lage der Spurkranzlaufrollen pneumatisch konstant gehalten. Eine andere Variante des Unimog Zweiwegefahrzeuges ist die Anlage mit Führungskufen. Das Aufgleisen geschieht hier mit einer Hubschwenkeinrichtung. Nach dem Anheben wird das Fahrzeug von Hand in die gewünschte Fahrtrichtung geschwenkt. Dann werden die Spurhalter abgesenkt. Für das Aufgleisen dieses Zweiwegefahrzeuges ist keine niveaugleiche Schiene notwendig. In diesem Betrieb wird der Unimog unter anderem auch mit einer Vorbaukehrmaschine eingesetzt. Der Tank dient zur Aufnahme des Wassers, mit dem die Staubentwicklung beim Kehren vermieden wird und mit dem beim Einsatz auf der Schiene der Ballast für das volle Dienstgewicht erreicht wird. Die vorgeführten Beispiele zeigen die wirtschaftlich und technisch perfekten Lösungen des Rangierbetriebes für nahezu jeden Betrieb mit Gleisanlage oder Gleisanschluss. Sie stellen einen echten Beitrag zur Rationalisierung des Unternehmens dar. Der Unimog ist in der Anschaffung preiswert, im Unterhalt billig und in seiner Verwendung wirtschaftlich. Ein Unimog hat mehr Möglichkeiten.
einem Waggon entgleist. Ein Schienenstrang blockiert. Wertvolle Zeit verstreicht nutzlos. Ein Termin ist in Gefahr. Das treppenunabhängige Unimog-2-Wege-Fahrzeug, ausgerüstet mit hydraulischen Hebezeugen und Aufgleisgeräten der Maschinenfabrik Deutschland AG, ist unterwegs zum Einsatzort, der auch abseits von Straßen und Wegen liegen kann. Ein Schwerlastwaggon ist entgleist. Das ölhydraulische Leichtmetall-Aufgleisgerät wird von der über die Unimog-Zapfwelle angetriebenen Hochdruckhydraulikpumpe gespeist. Mit dieser Anlage ist es möglich, entgleiste Fahrzeuge anzuheben und schnell wieder auf das Gleis zu bringen, ohne dass Hebekrane, Nebengleise sterben oder Beschädigungen an Fahrzeugen und am Oberbau eintreten. Die Geräte sind aus Leichtmetall und deshalb gut zu handhaben. Die Betätigung erfolgt über den vorn am Unimog angeschlossenen Steuerventilsatz. Der Steuerblock hat 4 Doppelanschlüsse für 300 AC. Mit Hilfe des Verschiebezylinders wird der Waggon zurück auf die Schiene gesetzt. Langsam lässt der Teleskopheber den schweren Waggon ab. Ein weiterer Beweis. Ein Unimog hat mehr Möglichkeiten. Thank you.